Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute mal den Elektromäher von der Firma Stihl vorstellen, und zwar ist das der RME 339C. C steht bei Stihl immer für Komfort. Komfort hat der die Bewandtnis, dass ihr da einen einteiligen Holm habt hier. Hat den zwei große Vorteile eigentlich. Ihr könnt einmal den Korb, wenn ihr rausnehmt, einfach rausnehmen, ohne dass ihr umgreifen müsst. Beim Standardmodell ist es ja so, da habt ihr zwei Holme, wo man hier schraubt und klappen kann. Da müsst ihr immer einmal umgreifen. Und der ist auch in der Höhe nicht verstellbar, der Holm, nur die Schnitthöhe. Bei dem Modell ist es so, ihr könnt es einmal zum Zusammenklappen, braucht ihr bloß hier den Bügel betätigen, dann könnt ihr ihn so vorklappen für den Transport oder zum Aufbewahren. Ihr könnt den so hochkant stellen. Hochkant stellen geht beim normalen Modell auch. Beim Komfortmodell geht es halt einfacher und schneller. Kann man in der Höhe einrasten oder auch tiefer einrasten. Heißt, man hat da die Option, wenn man jetzt nicht so groß ist. Ich bin jetzt groß, aber wenn einer kleiner ist, der kann es weiter unten auch fixieren. Oder für mich wäre jetzt die höhere Höhe eigentlich besser. Also kann man leichter einstellen. Das ist eine sehr stabile Angelegenheit, ist auch hier alles Metall. Die Lasche auch, wo er einrastet. Der Korb hat da unten noch so ein Schlägel, also ein Teil raus, das praktisch Gras, wenn runterfällt, nicht unten den Auswurf verstopft. Hat den Vorteil, wenn er euch anzeigt, dass er voll ist, das macht er über das weiße Teil, das wird durch den Luftstrom hochgedrückt, und wenn er voll ist, geht es hier so runter, wie es jetzt ist. Dann weiß man gleich, dass der Korb voll ist. Zum Ausleeren braucht man bloß leicht drücken, an der Lasche ziehen, dann könnt ihr den Korb schön ausleeren. Geht also ganz einfach. Ihr könnt es grundsätzlich auch ohne Korb mähen, dann mäht ihr es einfach hinten da raus, wo das Auswurfloch ist sozusagen. Hier. Und die Klappe ist so mit Abstand, dass es dann einfach so runter geht. Ihr könnt es dann aber auch zum Mulchen nehmen, wenn ihr als Zubehör ein Mulchkit dazu kauft. Das gibt es optional. Dabei ist es serienmäßig nicht, weil jeder mag ja nicht mulchen. Aber ihr könnt es natürlich dazu kaufen oder bestellen auch. Ich verlinke euch auch das Ganze, also den Mäher, das Mulchkit, im ersten Kommentar. Da haben wir dann die ganzen technischen Daten. Also der hat jetzt 1200 Watt von der Motorleistung, 37 cm Schnittbreite. Korb wird bloß von oben einfach eingehängt. Da ist unten hier so eine Lasche und die geht da einfach in die Vertiefung, einfach vorne rein und nach unten drücken, fertig. Höhenverstellung ist auch ganz einfach. Am besten geht es, wenn man hier am Bügel ein bisschen entlastet, das Gewicht weg ist, und dann den nach außen zieht, dann runter drückt oder rauf zieht. Das Ganze ist federunterstützt, geht also ganz leicht. Also ich würde euch empfehlen, ab der Mitte aufwärts von der Höhe, Stufe 3, 4 oder 5, die tiefen Stufen, da macht es auf Dauer bloß einen Rasen kaputt und ihr habt mehr Moos und Unkraut. Wie gesagt, rausziehen und dann rauf oder runter geht wirklich leicht, weil da ist extra Feder drin, dass es einfacher geht. Ihr habt zwei Griffe dran, wo man schön nehmen kann. Am besten geht es immer, wenn der Korb heraus ist. Zum Aufbewahren, wie gesagt, kann man hochkant nehmen, klappt man einmal noch um. Wenn ihr unten reinschaut, ihr habt so ein stabiles Stahlmesser gescheit drinnen auch. Kunststoffgehäuse, doppeltwandig, ist elastischer Spezialkunststoff, sehr schlagfest, hält sehr viel aus. Leichtgängige Räder mit einer Metallachse hier durch. Da sieht man auch die Feder von der Höhenverstellung. Gummierte Räder, also da ist ein Gummibelag drauf, hat den Vorteil, dadurch scheppert es nicht so, wenn man über Pflaster oder Teer oder anderes drüber fährt. Ihr habt für den Preis-Leistung einen handlichen guten Elektromäher. Kann man natürlich auch, wenn man jetzt sagt, man mag das mit dem Kabel nicht so, als Akkuversion gibt es das Gerät natürlich auch. Vorteil beim Elektromäher, ihr braucht halt keinen teuren Akku nicht, und wenn er lange steht, ist auch kein Problem, und ihr habt natürlich mehr Leistung wie ein Akkumäher, also er schafft das Gras dann natürlich auch höher. Das lassen wir nochmal laufen. Wichtig ist, Sicherheitskabel benutzen. Verlinke ich euch auch für die Daten hier. Es sollte ein H07 RNF-Kabel sein. Das heißt, das Kabel ist für dauerhaften Außeneinsatz geeignet.
und auch darauf achten, dass der Querschnitt 1,5 Quadrat ist. Also ich empfehle, bei dem Mäher kann man bis 40 Meter gehen, länger würde ich nicht mehr machen, dann lieber Akku oder Benzinmäher, wenn wir ein längeres Kabel bräuchten. Genau. Wichtig ist, Schlaufe machen, die Zugentlastung benutzen, die ist immer integriert bei den Mäher. Das heißt, ihr geht da durch, geht nicht ganz so gut, weil das relativ starre Kante, dicken Kabel, aber es geht. Dann wird hier einfach eingehängt und dann steckt ihr das Kabel an. Hat folgende Bewandtnis: Wenn ihr den Mäher zieht und ihr der zum bloß so anstecken, dann geht der irgendwann da kaputt und ihr braucht neues Kabel. Wenn ihr jetzt zieht, ist da der Zug drauf und nicht hier, da wo der Stecker ist, weil dann wird Stecker und Kabel irgendwann kaputt gehen. Also das ist ganz wichtig, auch die Zugentlastung benutzen. Vom Starten her, beim Komfortmodell habt ihr den Schalter schön oben. Ihr braucht bloß den orangen Schalter drücken und dann den Bügel betätigen. Wichtig, darauf achten, entweder das startet, wo das Gras nicht so hoch ist, oder mehr hochkippen ein bisschen, oder daneben im Pflaster starten. Beim Anlauf sollte der Widerstand nicht zu hoch sein. Sonst kann auch passieren, dass die Sicherung eventuell fliegt oder irgendwann der Überlastschutz auslöst. Also Knopf drücken, Hebel ziehen. Sieht man jetzt auch wunderbar die Füllstandsanzeige. Die geht automatisch runter, wenn der Korb voll ist. Ja, das war's eigentlich. Und so einen guten Elektromäher haben wollt von der Firma Stihl, könnt ihr bei mir kaufen oder bei einem anderen Fachhändler natürlich auch. Vorteil, ihr kriegt halt bei Stihl auch Ersatzteile, wenn einmal irgendwas sein sollte, und man kann auch reparieren und ist eine gute Qualität auch vom Preis-Leistung. Und das war jetzt die Komfortversion. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Nachmittag. Dankeschön.